Den sechsten Teil beginnen wir Mitte Februar 2000 an der Oder, auf polnischer Seite bei Stara Rudnica, dem früheren Altrüdnitz. Naja. Ansammlungen nordischer Zwerg- und Singschwäne lockten uns hierher, die Wolfgang kurz zuvor entdeckt hatte, als er hier unterwegs war. Ja. Oh, die landen. Kannst du das aufnehmen? Ja. Die Wiesen waren großflächig überschwemmt, das Wasser stand bis dicht ans Dorf heran und ein kleiner Asphaltweg, auf dem wir uns genähert und an dessen vorläufigem Ende wir uns platziert hatten, verschwand also schon bald in den Fluten. Sein weiterer Verlauf ist gut am seitlichen Gefälle und dem dadurch stärker fließenden Wasser zu erkennen. Oh, sieht ja klasse aus hier vorne. Und mit Stativ nachher müsstest du die da hinten alle stehen. Ja, das Auto ist das beste Versteck. Die Landschaft sah wirklich großartig aus. Freie Wasserflächen wechselten mit Schilfröhrichten und sonstiger typischer Wiesenvegetation ab und dazwischen überall Wasservögel. Es war ein ständiges Starten und Landen und von überall waren die Rufe von Gänsen und nordischen Schwänen zu hören. Und Singschwäne. Ja. Ein Auto stellt tatsächlich die beste Tarnung dar, doch das Filmen und Fotografieren ließ sich aus dieser tiefen Sitzposition heraus nicht wirklich gut realisieren, denn um halbwegs verwacklungsfreie Aufnahmen hinzubekommen, mussten wir unsere alte Technik auf Stative setzen und das wiederum bedeutete, wir mussten aussteigen. Teilweise probierten wir es hinter der offenstehenden Tür durch die herabgelassene Scheibe oder auch außen daran vorbei. Und je mehr wir das Gefühl hatten, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt eintrat, versuchten wir es auch mehr oder weniger freistehend, was dann zumindest zum Teil funktionierte. Ja, sind ja wunderbar zu sehen. Jetzt sah gut aus eben, wa? Wir gingen einfach davon aus, dass die unmittelbare Nähe zum Dorf die Vögel ein wenig vertraut werden ließ. Das galt jedoch vorrangig für die heimischen Höckerschwäne. Neben ihnen, an den kürzeren Hälsen zu erkennen, die Zwergschwäne, die ansonsten den Singschwänen sehr ähnlich sind. Ansonsten nutzten wir auch die Gelegenheit, mal etwas von der Umgebung aufzunehmen, wozu wir nicht nur unten am Wasser stehen mussten. Wolfgang begab sich dazu ein Stück den Weg hinauf. Am nächsten Tag dann ging es schon wieder in Liepe weiter, wo wir einen gefundenen Eulenkasten auf dem Friedhof anbrachten und das sei nun ausschließlich mit dem Originalton kommentiert. Einen Tag später wollen wir bei uns auf dem Friedhof einen Eulenkasten anbringen. Brüten in die engen Baumhöhlen und dann so einen schönen großen Kasten. Ja. Egal, ist Olla Mann. Am Wesensee haben wir den Kasten gefunden und bis hierher geschleppt. Da lag er unten auf dem Boden. Wunderbar. Oh, jetzt hole ich die Kamera und filme. Ja. Marco beim Anbringen des Eulenkastens. Ein wunderbarer Standort. Sehr schön. Der sitzt bombensicher. Ja. Den Hammer schmeiß ich runter. Oder eh Nagel noch. Und dann. So. Puff. So, nun stürze ich ab. Ja, hoffentlich nicht. Runter. Ja, das ist immer so. Du hast die schöne Drecke gemacht. Ja, das ist nicht so schlimm. Das gehört dazu. So, die Erde hat ihn gleich wieder.
Die Erde hat dir gleich wieder. Ist doch ein bisschen zitterig. Ja, das ist immer so. Alles, was über 3 Meter hoch ist. Aber man ist ja nicht mehr der Jüngste. Ein kurzer Besuch der Wiesen im Niederoderbruch Anfang März mit einer alten Staatsjagdkanzel aus der DDR und dann überraschte und logischerweise anschließend flüchtende Rehe. Wieder im Wald. Hier fällt uns am Rande zunächst ein Kleinspecht auf, der sich an einer trockenen Distel zu schaffen macht. Einer der 3 Zuflüsse des Rosinfenns verläuft über die Buchte, einer nassen Wiese in einer Senke an der Waldkante, wo man oftmals Kranichen begegnet. Hier trafen an einem Abend Ende März 2 Vögel ein, die sich relativ gut durch dichtes Gezweig hindurch beobachten ließen. Sie dürften irgendwo im Rosinfenn brüten, dort auf der damals noch relativ freien Wollgraswiese trafen sie allmorgendlich ein und das reizte uns, genau dort ein gut getarntes Versteck zu errichten. Es war, so groß es von außen auch aussah, innen recht eng und man hatte nur einen sehr eingeschränkten Sicht- und Schwenkbereich. Und da standen sie dann, im morgendlichen Gegenlicht auf der anderen Seite der Wiese und damit nur mäßig filmbar. Etwas einfacher dagegen erweist sich das Beobachten der Moorfrösche in den seichten und sich rasch erwärmenden Bereichen zwischen den Grasbulten auf der Westseite hinter dem Versteck. Allerdings muss man sich hier sehr vorsichtig oder wenn möglich gar nicht bewegen, denn die Frösche sind sehr scheu und tauchen sofort ab, kommen aber nach einer gewissen Zeit wieder zum Vorschein. Das helle Blau der Männchen variiert von Jahr zu Jahr und gewissermaßen auch gebietsweise und fällt manchmal nur wenig auf, zudem gibt es individuelle Unterschiede. Bei diesem Exemplar zum Beispiel erahnt man bestenfalls die blaue Färbung und hier mal 2 verschieden gefärbte Männchen nebeneinander. Und hier ebenso. Markant sind ihre in der Menge blubbernd klingenden Lautäußerungen. Sehr oft findet man sie zusammen mit den ähnlichen Grasfröschen, deren Laute härter und tiefer klingen. Hier ein kurzes Beispiel. Ein Moorfrosch mit einem Grasfrosch im Vordergrund. Und dann mal ein Gesamtblick auf die Balzarena. Dann der Aufbruch. Hier immer noch innerhalb des Fens in einem gut betretbaren Bereich. Zu dieser Jahreszeit gelingt es nur mit Hilfe eines Knüppeldamms in das Rosinenbruch hineinzugehen. Nach diesem abendlichen, fast hätte ich drin gelegen Marsch durch das südliche Fenn, sind wir 3 Wochen später wieder draußen. Der Hochwald auf der südöstlichen Seite des Rosinfenns war, gemessen an der Anzahl unserer Ausflüge, relativ selten aufgesucht worden, daher lohnte es sich durchaus, hier mal einen Moment innezuhalten und aus dieser Perspektive einen Blick ins Moor zu werfen. Doch erst weiter nördlich, jenseits der Insel, gab es die gewünschte Begegnung. Ein etwa 30 Tiere umfassendes Rotwildrudel verließ vor uns die Sumpflandschaft und begab sich in Richtung Rosinsee. Dann der gescheiterte Versuch, ins Bruch zu gelangen.
Ja, wenn nicht wird, müssen. Wenn nicht, gehen wir drüben rein. Also. Nee. Geht? Ja, sag ja, wenn der dicke Stücken weiter hier im Tiefen drinnen liegt, geht es. Hier vorne ist der Boden ein bisschen fester. Aber aufpassen würde ich trotzdem. Nee, nee. Nicht alle Stellen. Ja. Ich hätte ihn da hingetreten, wenn man siehst, hier ist es fester. An der Insel dann eine kleine Wildschweinrotte. Ein Tier war leider verletzt und etwas gehbehindert. Aber gut drauf. Nördlich des Fens trafen wir überraschend einen Marder an, der uns gar nicht bemerkt hatte und daher einen Moment lang mit der Kamera verfolgt werden konnte. Das sind immer Zufallsbegegnungen. Wir hatten es nie gezielt auf Marder abgesehen, freuten uns aber jedes Mal, wenn wir das Glück hatten, zumal das flinke Tier nicht immer gut mit der Kamera quasi einzufangen ist. Abends noch eine Begegnung mit zwei Dachsen auf dem Dachsberg. Dann sind wir am 21. April wieder in aller Frühe unterwegs. An einem Mahlbaum werden Kastanien gekirrt. Hier ist weiter. Oder das. Hier ist das weiter. Nein. Ja. Achso. Wurmen die hier? Von Oderberg mitgebracht. Noch nie gesehen. Aber ihr hört halt mal von. Dachte ich, ich kipp erstmal sehen, dass die Blume weggeht. Also. Ja? Da habe ich mir neulich mitgebracht. Jetzt müsst ihr es mal probieren. Nach diesem schmackhaften Frühstück an der Ostseite des Rosinfens ging es gestärkt weiter durch den Wald, vorbei an der Buchte, um an der Säggebuchte oder dem Säggengrund die nächste Pause in der Vormittagssonne zu machen. Hier am Ufer suchen wir uns ein Pausenplätzchen. Ja, ich auch. Da können Sie nicht machen. Hast du angeschaltet jetzt? Ja. Die hier vorne werden Sie auch nicht wegkriegen. Nee, der kommt aus dem Berg. Alles, was wir dabei am Gewässer verfolgen konnten, waren gelegentlich landende Stockenten. Da. Aber man sieht ja nicht, irgendwie bläst wieder oder was fliegen oder schwimmen. Fliegen ja nicht. Aber hier werden sie bestimmt sind, wa? Wird auch erst noch losgehen, schätze ich. Ganze kleine schwarze Punkte vorne. Ja, das kann sein. Da kommt schon eine Ente, die landet hier. Ja, es ist ja mit einem losen Ohr. Da auch. Da siehst du die Flügel. Zwischen dem Schilf siehst du mal, das. Jetzt fliegt hier vorne was los. Brüten tut der, ne? Oder die wechseln sich Enten ab beim Brüten? In der Ferne scheißt sich Veras Hund aus. Ach, die Kummer wühlt auch da. Die Jatten, diese. Frau Kummer werkt in ihren Jatten. Ja, das ist gut drauf. Ah. Die Rücktour führte mal wieder über Sachsberg, von dem wir zunächst die Aussicht genossen, bevor wir hinabstiegen, und dabei schaute man schon gern mal den Lipern aus der Ferne zu. Beide gehen in eine unterschiedliche Richtung.
Ab geht nach Hause. Wahnsinn, krieg ich aber deine Arbeit aus. Stück aus, wa? Aha. Mit den schönen blauen Flecken da, den Bund. Ja, Ruhen da. Ja. Oh. Mach, mach, mach. Den Innenbogen. Drei Tage später sind die Tümpel am Pelitzschen Stieg das Ziel, denn sie sind Anziehungspunkte für verschiedene Wasser- und mit etwas Glück auch Wartvögel, die man hier bei entsprechender Tarnung beobachten kann. Neben Kranichen sind es vor allem Graugänse, die sich hier einfinden und dann gemütlich den Tag auf den abgelegenen Tümpeln verbringen, denn hier hinten werden sie kaum gestört, kein Weg führt heute mehr hier vorbei. Stockenten treffen auch immer wieder mal ein. Und mit etwas Glück sieht man den Waldwasserläufer bei der Nahrungssuche, der die seichten Ufer gern nach Kleingetier absucht. Davor bremst gerade eine Ringelnatter. Der in den angrenzenden Wäldern auf Bäumen in verlassenen Nestern brütende Vogel macht durch seine schnellen Bewegungen sofort auf sich aufmerksam. Dieser hier nähert sich dabei sogar dem Versteck und läuft daran vorbei. Und das ist das Versteck in nur geringem Abstand zum Gewässer. Frühling auf den Lieper-Endmoränenhügeln mit blühenden Apfelbäumen und nektarsuchenden Bienen und Hummeln. Eine Amsel sitzt in den Kiefern und schweigt am späten Vormittag. Wir blicken von hier oben, genau genommen von der alten Paarsteiner Straße, noch einmal ins Tal. Und dann wechseln wir zu einem anderen Schauplatz, nämlich dem Schorlener See im Elbe-Havel-Winkel. Der Seestrang, ein schmaler, aber mit Fischerbooten befahrbarer Wasserlauf, verbindet ihn über die Lanke am Dorf mit der Havel. Genau an der Einmündung in den See steht eine kleine Naturschutzhütte aus Holz. Dieser Pfahlbau wurde nach wechselvoller Geschichte und mehrmaliger Zerstörung, zuletzt durch Brandstiftung, im Mai 1998 wieder aufgebaut. Ein privates Befahren des unter Naturschutz stehenden Gewässers ist nicht gestattet. Von der Mündung des Seestranges aus erkennen wir auf der gegenüberliegenden Seite die mit Kiefern bestockte Erhebung des Gütschow. Und etwas weiter rechts davon die Möweninsel. Hier ein Blick auf die schwingende Ufervegetation auf der Nordseite, wo es unmöglich ist, von Land aus an das Wasser heranzutreten. Der 196 Hektar große See, der bekannt ist für seine vielen schwimmenden Inseln, beherbergt eine Vielzahl von Wasservogelarten, die hier in den unzugänglichsten Bereichen in aller Ruhe brüten können. Von der seit geraumer Zeit auf der Südwestseite unterhalb des Gütschow befindlichen großen Lachmöwenkolonie trägt es einzelne Vögel über den See bis hinüber zum Dorf, sodass sie auch hier vor der Hütte an der Einmündung des Seestrangs erscheinen. Ansonsten beobachtet man draußen auf der freien Seefläche an verschiedenen Stellen Haubentaucher, weiter hinten landet gelegentlich ein Kormoran und am Ufergebüsch geht hier und da ein Graureiher nieder. Die Wassertiefe des Sees beträgt nur etwa 1,5 Meter, darunter liegt eine mehrere Meter dicke Schlammschicht. Seit Jahrzehnten wird hier aus einer Tiefe von 8 Metern der berühmte Pelose Heilschlamm gewonnen, der aufgrund seiner chemisch einwandfreien Beschaffenheit, seiner leicht alkalischen Reaktion und seines außergewöhnlichen Wärme- und Kältebindungsvermögens gern in Heilbädern verwendet wird. Auf den Wiesen zwischen der Hütte und dem Dorf entdecken wir eine Graugansfamilie, die sich in geduckter Haltung auf dem schmalen Trampelpfad von uns entfernt. Im höheren Gras recken die Altvögel dann die Hälse nach oben, rufen unentwegt und laufen unruhig hin und her, erheben sich ein Stück in die Luft, um wenige Meter weiter wieder zu landen. Eine Landschaft wie in alten Zeiten, naturbelassene Feuchtwiesen in der Umgebung des Sees und am Dorfrand thront auf einem Hügel eine Windmühle.
Wir fahren weiter die schmale Straße am Südufer des Sees entlang und kommen dabei an dem knapp 40 Meter hohen Gütschow vorbei, der sich südwestlich des Sees erhebt und von dem aus man eine schöne Sicht auf den anderen Teil des Gewässers hat. Hier entdecken wir nun auch die vorhin erwähnte Möweninsel sowie die Plattform des Pelosebetriebes, von der der Heilschlamm aus der Tiefe gewonnen wird. Die Tälereinstellung bringt uns schließlich das Dorf Scholene auf der nun gegenüberliegenden Seite näher. Und wenn wir uns umdrehen und in die andere Richtung schauen, erkennen wir bereits den etwa 3 Kilometer entfernten Ortsteil Ferchels, in dem die Zeit zum Teil noch mehr stehen geblieben zu sein scheint. Alte Ackergeräte und Maschinen stehen am Rande der Gehöfte und die schwarzbunten Milchrinder finden auf den vom Hoch- und Niedrigwasser des Sees beeinflussten nahrhaften Wiesen saftiges Futter. Hier hindurch führen Wege, über die die Bauern zu ihren Mähwiesen gelangen, auf denen hier bereits das Heu gewendet wird. Damit nähern wir uns bereits dem Gut Niro auf der Nordseite des Sees, wo sich eine Gruppe Pferde auf ihrer Koppel in der Vormittagssonne tummelt. Zurück in Scholene begegnen wir unten in der scharfen Kurve, in der man nach Ferchels abbiegt, einer Straßentaube, die wenig Scheu zeigt und auch den Autos nur wenig ausweicht. Unweit davon am steilen Hang unterhalb der Mühle trotzt ein Reh dem geschäftigen Treiben im Dorf, doch zieht es sich alsbald wieder in Richtung des schützenden Dickichts zurück. Dann noch einmal von einer Anhöhe hier in der Nähe der Blick auf die seenahen Wiesen, von denen ein Weißstorch aufsteigt. Im Erlenwald auf der anderen Seite des Sees duckt sich ein Stockerpel und flüchtet schließlich bei der Mindestdistanzunterschreitung ins Wasser. Unmittelbar daneben finden wir dann mitten auf dem Weg ein zerstörtes Ei. Ende Mai sind wir wieder am Rosinsee. Wolfgang steht hier im Seichtwasser des Südufers, an dem wir uns immer gern aufhielten, und versucht sich ein wenig im Angeln, was damals hier noch möglich war. Beim Auswerfen musste man stets die tief ansetzenden Baumkronen beachten, sonst konnte es schnell passieren, dass sich ein Flott in einigen Metern Höhe verabschiedete, indem es einfach hängen blieb. Die Weibchen der großen Pechlibelle, die manchmal aussehen wie die Männchen, können während der Eiablage bisweilen vollständig ins Wasser eintauchen und erscheinen dann entsprechend nass wieder an der Oberfläche. Dann versucht das Tier, an die Linse der Kamera zu gelangen. Vom Rosinsee aus begaben wir uns hinüber zum Barschpool, in dessen umgebenden Nadelholzschonungen wir unweit des Weges eine säugende Barre mit ihren Frischlingen entdeckten, die wir umgehend zu filmen versuchten, doch man hatte nur sehr begrenzte Einsicht, zudem ließ sich die Kamera nicht ruhig halten. Keine 10 Meter waren die Barren von uns entfernt. Jetzt am Barschpool haben wir mehr Angelglück. Gleich bis... Ach so, ja. Na, hier bis gleich eine kleine Plötze, die haben wir wieder reingeschmissen. Dabei landete sie auf dem Seerosenblatt. Nun werden wir ihr helfen. Schwimmt immer nach oben drauf. Der Barschpool präsentierte sich hier noch als stattliches Gewässer, das man heute kaum wiedererkennt. Knapp 20 Jahre später war er zu einem kleinen Restloch geschrumpft. Was dralle? Ist ab. Oh, schade. Ja, jetzt bleibt... Ah ja, sieht er an. Hinter den Seerosenblüten erst auf den zweiten Blick zu erkennen und damit perfekt getarnt ein Grünfrosch.
Na, ich bin gespannt. Von die Großen müsste mal einer anweisen. Von die Richtigen. Dann stapfen wir durch den weichen Uferbereich des weitgehend ausgetrockneten Distelpfuhls, der nur ein paar hundert Meter vom Barschpfuhl entfernt ist und bereits nahe der Waldkante liegt. Der Distelpfuhl im Spätfrühling. Bei niedrigem Wasserstand. Hier entdecken wir noch eine weitere Buntspechthöhle, wo ebenfalls eifrig gefüttert wird. Durch unsere Anwesenheit ein wenig verunsichert, zögern die Altvögel zunächst, sich der Nisthöhle zu nähern, verharren in unmittelbarer Nähe und warten ab, gewöhnen sich jedoch bald an die Situation und fahren dort fort, wo wir sie unterbrochen hatten, wobei der Vater der mutigere von beiden war. Wolfgang beobachtet das Ganze aus dem Hintergrund, gut getarnt am Boden liegend. Dann quert noch ein Hase unseren Weg. Ja. Und bald darauf stehen wir bereits draußen auf dem Acker, wo wir etliche Kranichfedern fanden, welche sich Wolfgang sogleich als Schmuck an den Hut steckt. Die Kraniche fangen an zu mausern. Wolfgang schmückt seinen Hut. Eine ganze Reihe von Schwungfedern haben wir gerade auf dem Plateau gefunden. Passt gerade so rein. Der gefiederte Naturfreund, Naturwanderer. Auf geht's. An der ausgetrockneten Säckebuchte halten wir noch einmal kurz inne. Und dann starten wir gut eine Woche später am 8. Juni zu einem ganz anderen Ausflug. Anfang Juni, morgens um 4:30. Wir ziehen unser Schlauchboot Richtung Totenarm. Am Bollwerk wird das Boot eingesetzt. Schnurstracks geht es jetzt als erstes unter die Brücke durch. Vor uns das Nest des Haubentauchers. Am Totenarm angekommen, entdeckten wir gleich als erstes einen brütenden Haubentaucher, der allerdings beim Filmen aus freier Hand nur schwer im Bild zu halten ist. Das veranlasst auch Wolfgang zum Einlegen der Kassette. Steht die jetzt richtig, die Kassette? Glaube. Und hier sehen wir die Originalentfernung zum Nest. Ja, 5 Uhr. Wir wollen Wasservögel rüber. Wir stehen mit unserem Boot circa 7 bis 8 Meter entfernt. Da der Haubentaucher, als wir wegfuhren, nun doch das Nest verließ, fahren wir gleich ran. Er machte sich nicht die Mühe, dieses abzudecken. Somit sind die 5 Eier sofort zu sehen. Haubentaucher bauen wie alle Taucher schwimmende Nester, die unterm Wasser mit Halmen, durch Halme leicht mit den anderen Pflanzen verbunden sind. Der Uferbereich des Totenarms kann von Land aus nicht betreten werden. Weiter geht die Fahrt durch dichte Schwimmblattteppiche, ein mühsames Vorankommen. Der baut ja noch. Der Storch mit Nistmaterial im Schnabel, um diese Jahreszeit. Im Gegenlicht präsentiert sich die Lieper Brücke, unter der wir zur vormittäglichen Stärkung noch einmal hindurchfahren, um hinten am alten Flottholz anzulegen, also möglichst weit entfernt von den Schauplätzen der von uns anvisierten Wasservögel. Unsere zweite Frühstückspause am Flottholz. Die Sonne scheint herrlich. Und? Einen Marsriegel.
Und dazu ein Käffchen. Und Entspannung. Zwei Tage später rückten wir noch einmal an. Diesmal ging es ein Stück weiter bis zur Halbinsel am Freigraben, wo in den trockenen Ästen der hohen Bäume die Rotmilane saßen bzw. dazwischen hin und her flogen. Unten am Ufer, wo einzelne Äste und Zweige ein Stück weit über das Wasser ragen, trafen wir den Eisvogel an. Und dann kam, wie aus dem Nichts, ein Bisam herangeschwommen und passierte unser Boot in nur geringer Entfernung. Was sagt man dazu? Eine Bisamratte. Direkt an unserem Schlauchboot vorbei. Weiter hinten ragt bereits das Schiffshebewerk über das Dickicht. Und mit einem letzten Blick zurück zum Nordufer mit vorüberschwimmendem Schwan verlassen wir den Kanal und begeben uns wieder hinauf auf die Endmoräne, wo wir neben den Tümpeln am Pelitzschen Stieg eine Erdkröte beobachten, die sich rückwärts ins lockere Erdreich eingräbt, um so der sengenden Sonne zu entfliehen. Das Tier hatte zuvor versucht, unter mir als liegenden Beobachter Schutz zu finden, doch einerseits hätte ich das nicht dauerhaft gewährleisten können und zum anderen wollte ich sie ja fotografieren und filmen. Somit blieb ihr nichts weiter übrig, als sich auf der sonst freien Fläche unter die Erdoberfläche zu begeben und dort den Rest des Tages zu verbringen, geschützt vor Austrocknung und Überhitzung. Bereits im Frühjahr, vom hier wirtschaftenden Bauern angekündigt, begann man jetzt im Juni tatsächlich mit der Urbarmachung und damit Zerstörung der drei Tümpel, die sich hier alljährlich im Frühjahr bildeten. Man wollte auf diese Weise die Ertragsfläche vergrößern, wozu man gleichzeitig noch einen zusätzlichen Entwässerungsgraben in einem Bogen um den Bereich zog. Wie zu erwarten, verschwanden die Tümpel in der Folge. Doch man hatte erstens die gewonnene Fläche dann doch nicht beackert und zweitens wies der nun existierende Entwässerungsgraben letztlich etwa die gleiche Wasserfläche auf wie zuvor die Tümpel, nur eben in anderer Form. Ein groteskes Beispiel dafür, wie man Lebensraumzerstörung moderat ankündigen kann, während in der Endkonsequenz etwas ganz anderes herauskommt. Zum Schluss geht es noch einmal kurz zum Barschpfuhl, in dem damals sehr große Graskarpfen lebten, die man manchmal dicht unter der Wasseroberfläche schwimmen sehen konnte. Bis zu 7 Tiere konnten wir an jenem Tag, dem 13. Juni 2000, zählen. Sie waren unterschiedlich groß, von vielleicht 40 cm bis über 1 Meter, und es sah schon recht skurril aus, diese gewaltig anmutenden Fische in dieser Abgeschiedenheit und noch dazu in diesem kleinen Gewässer zu beobachten. Wenn man hier am späten Nachmittag ganz allein stand, wirkte die Szenerie bisweilen sogar etwas unheimlich, womit wir nun zugleich am Ende dieses Teils angekommen sind.